Da ist er Ja, da wieder. ist er wieder. Hervorragend. Herrlich, herrlich. Schöner Ausblick hier. Am Gasthof Schmücke sind wir jetzt. Am Waldhotel Schmücke. Das war so ein Routenpunkt, den uns der Stefan von Talk Club empfohlen hatte. Ja, und das war eine gute Sache. Ja. Das war eine wirklich gute Sache. Danke, Stefan. Genau, Grüße gehen raus. Ja. Natürlich auch an Duxal, an den Thomas. Und auch liebe Grüße an Schatzi, die jetzt leider arbeiten muss und nicht mitkommen konnte. Aber hier mache ich nochmal auf jeden Fall eine Familientour hin. So, jetzt haben wir noch ganze 63 Kilometer zu fahren, also nicht mehr allzu viel. Ich schätze mal, ja, Stündchen werden wir jetzt noch unterwegs sein, ne, Olli? Ja. Aber sieht auf jeden Fall schon wieder sehr vielversprechend aus hier. Auf jeden Fall. Es wird auch vielversprechend. Das Auto? ist ja, danke. Aber warum die Bäume hier teilweise so braun sind wie im Herbst, ne? Ja, wahrscheinlich durch die Temperatur, Wassermangel etc. Das sind wahrscheinlich mehrere Faktoren. So, jetzt achte mal gleich links. Da kommst du ans Wintersportzentrum. Wenn ich mich jetzt nicht vertue. Hier links, ja, Schneekopf. Hört sich ja ganz danach an, ne? Ja. Na gut, mehr als Parkplatz habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, 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 das meine ich nicht. Ich habe mich vertan, das kommt noch. Okay. Vertan, vertan, sprach der Hahn und stieg von der Ente. Ja, so ein paar Tröpfchen kommen runter, ne? Ganz leicht. Oh. Also. Das dürfte nur nicht mehr werden. Ich sag mal, das ist Mückenpipi. Ja, als ob da einer am Spucken ist, eine feuchte Aussprache hat. Ja, 10 Grad durch, ich hätte echt mit mehr gerechnet, gerade heute. Ja. Ich bin links, ja. Da ich. Ja, nach Suhl und Zella-Mehlis. Ja, und dann kommen wir Richtung Oberhof, da an der Skisprungschanze. Nach rechts ist Oberhof, genau. BMW. BMW-Roller. Ach ja, komm. jetzt kommt LKW, hau rein, ey. Ja, komm. Jo, ich bin Stadler. Da habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Haben wir noch mal Glück gehabt. Jo. Wir hätten uns jetzt echt die Strecke versaut. Was ist das denn Schönes hier? Ja, pass mal auf, was jetzt kommt. So, jetzt bist du auf dem Rennsteig. Ach, ist das An hier die der Rennsteig. Bergrennstrecke? Ja. Was ist denn jetzt hier erlaubt? 100 oder? 60 bei Nässe, ansonsten 100, 70 zeige ich mein Navi an, aber wie gesagt, unter Vorbehalt. Ne? Oh, das wäre was hier für Markus, ey. Und NRW MT10, richtig Knieschleifkurve. Siehst du auch mal ein paar Motorradfahrer. Dass sie die Strecke noch nicht gesperrt haben für uns. Oh, und alles schöne ordentliche Leitplanken. Ja. Hatte ich letztens mal ein LKW vor mir, wie wir hier runterfuhren. Das war nicht so schön. Er hat natürlich alles ausgebremst. Da gingst du mit 40 den Berg runter. Ah, ist ja langweilig. Ja. Meinst du, haben sie ja auch so eine LKW-Notauslaufzone? Weiß ich nicht. Kann mich nicht dran erinnern. Es kann durchaus sein, ja. Das geht ja auch ziemlich steil den Berg hier runter die ganze Zeit. Ja, ich meine ja. Obwohl, wenn hier ein LKW die Bremsen versagt, dann geht er schon in der Kurve.
ab. Der kommt gar nicht bis unten hin. Das stimmt. Aber hier darf es nur noch 70. Sternrund. Das ist auch irgendwie, glaube ich, so ein Bikertreff oder so. Irgendwie so eine Grillstation oder sowas. Ja, oh, sieht gut aus. Hat sogar auf. Boxenstopp, ja. Tatsache. Ja, ich würde ja sagen, wir halten hier an, aber... Ist es egal. Aber dann haben wir die LKWs vor uns. Also Hunger habe ich jetzt nicht. Nee. Ach, lass uns erstmal weiterfahren. Ja. Gibt es eigentlich noch mehr Wasserfälle als den Truse? Das weiß ich nicht. Also wenn im LKW die Bremse versagt, geht der hier schon spätestens geradeaus. Ja. Aber die Kurve kriegst du nicht. Auch nicht. Da liegt der auf der Seite. Ah, ganz schön Verkehr hier, doch. Ja. So, das war es schon, wa? Ja. Das ist Radarkontrolle hier rechts. Nee, doch nicht. Mach mich nicht wuschig. Ich hab mich selber erschrocken. Aber mal ein kurzes Stück. Ja. Da sind die damals immer hochgekachelt oder was? Ja, ich weiß nicht, ob das eine Rennstrecke ist, Chris. Keine Ahnung. Guten Tag. Guten Tag. Wussten Sie eigentlich schon, dass Ihre Maschine saudreckig ist? Nicht so laut. Nachher hört das noch jemand. Oh, 50 Kilometer noch auf dem Kopf. Oh, hinter uns ist ein Jimny. Schickes Auto. Höhenmeter 604. Jetzt habe ich es. Ganz schön hoch, ne? Wo wir gerade ganz schönes Stück bergab gefahren sind. Ah, 6 Kilometer Folge. Will das mal. Manche Straßen sehen gar nicht so aus, als dass sie 6 Kilometer lang wären. Ja. Okay. Nach Oberschönau geht's jetzt. Okay. Sieht doch gut aus hier. Ja, kann ich dir nur recht geben. Ah, guck mal. Sehr schöner Überblick hier. War denn letztes Wochenende mehr Verkehr auch so auf den Straßen oder? Motorradmäßig, ja. Motorradmäßig, okay. Automäßig eigentlich eher weniger. Ja. Und ganz, ganz viele Simson. 50 ja? Kubikmoments. Ach, ohne Ende, ohne Ende. Ich möchte mal sagen, fast genauso viel wie Motorräder. Boah. Ja. Da muss irgendwie so ein Veteranentreffen gewesen sein oder sowas, glaube ich. Ja, aber viele Straßen sind wirklich gut gepflegt hier, ganz im Gegensatz zu unseren, wa? Diese ganzen Nebenstraßen hier. Und irgendwie Restaurants und Hotels in Hülle und Fülle hier, wa? Auch wenn sie im Augenblick alle zu haben. Ey, schön! Sieht vielversprechend aus. Vorne und Rennradfahrer. Oh, die zieht sich zu hier. Oh, Mann, Mann. Oh, schöner BMW hier. Sechser. Eine sehr schöne Strecke, muss ich wirklich sagen. Das Geile finde ich halt, du hast überall Parkplätze, ja. Rastmöglichkeiten.
Und mit den Grillhütten dabei, mit den Pausenhütten dabei. Und auch das finde ich total. Und auch nicht einfach so dahin gewürfelt, sondern wirklich schön gemacht so, ne? Ja, richtig gepflegt alles, ja. Das ist das Schöne. Da liegt kein Müll rum und alles sauber. Ja. Ah, das ist doch schön hier. Es ist sogar schon extrem schön hier. Alles frei. Geil. Und wirklich anspruchsvolle Kurven auch, ne? Ja. Geiler Asphalt. Ja. So, jetzt geht's wieder auf eine Hauptstraße. Ach, war langweilig. Oh, da ist was gesperrt. Ach, das ist die Sperrung, die Stefan meinte, glaube ich. Das ist möglich. Da sollte man aber, glaube ich, mit dem Motorrad durchkommen, hat er gesagt. Wenn wir mal testen. Das sieht aber schön aus da. Ja. Richtung. So, schauen wir mal. Olli, 13 Grad. Hello. So, jetzt sind wir schon Oberschönau. Also Stefan sagte, mit dem Motorrad würde man durchkommen. Dann machen wir das jetzt einfach. Gucken wir einfach mal. Weil Stefan ist ohne Koffer gefahren, ne? So, ein bisschen Staub schlucken hier. Oh, da sind die ganzen Baufahrzeuge. Ja, wir sind ja letztes Mal von unten hochgekommen, das stimmt. Jetzt müssen wir hätten da links abgemusst. Ja. Da kommen wir nicht rum. Ja, scheiße. Ja, die sind wahrscheinlich ja hier am Feiertag lang gefahren. Ja, wir sind ja auch hier Feiertag lang gefahren. Ja, ich war nur ein Krankenwagen, der hat sich hier festgefahren. Da war im Einsatz. Ja? Ja. Ne, ich meine, weil die ja jetzt am Buddeln sind. Sonst hätten wir ja durchfahren können, weißt du? Genau. Ja, scheiße. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Jetzt ist die Route zerstört. Ach, da ist es schon, die Gabelung. Ja, ja. Das ist nicht schlimm, da haken wir ihn da an. Guck mal. Ja, komm, dann fahren wir ein Stückchen weiter. Muss ja was kommen. Ja, da geht's nach Oberhof. Da kann man anhalten. Okay. So. Wo sind wir hier? Hohestein, Finkenstein. Stinkenfein. Finkenstein. Dann schauen wir uns jetzt mal die Karte an. Ja, schön, da kann ich auch gleich einen neuen Akku reinmachen. Jetzt geht's aber hoch hinauf, du. 720 Höhenmeter haben wir schon. Hui. Achterbahnfahren ist ein Scheißdreck dagegen. So, 785 Meter. 86, 790 Meter. Jetzt geht's wieder runter. Will er mich rechts hier wegschicken, ist das richtig? Links. Hier links. Er hat auch so einen alten DDR-Anhänger. Ja, ist doch schön hier. Ja. Hey, mein Kalli hat sich nicht mehr gefangen. Ach nee, ne? Auch gesperrt. So gar nicht. Kommen wir da gar nicht durch? Ja, die sind ja am Arbeiten. Das stört mich eigentlich nicht weiter. Ja komm, fahr mir hier. Muss doch einen Umweg geben, Umleitung. Ich krieg hier nicht ein Horn, weißt du das? Da sperren die zwei Strecken in die gleiche Richtung. Ach, das ist aber normal hier im Osten. Aber ja, Kali hat sich hier wieder gefangen, das ist gut. Dann habe ich den Wegpunkt weit genug gesetzt. Ja, schön Maske aufsetzen, genau. Richtig. Ach, da geht's schon wieder weiter, Olli. Jo. Nur ein
kleine Stückchen, was wir da neu machen. Komm schnell rüber hier. Kein Bock an der Ampel zu stehen. Kommt, haut rein, Leute, haut rein. Zieht durch. Ha, geht doch. Glück gehabt. Jo. Alle aus drüber? Nee, hier rein. Ja. Links. So, siehst du, das ist nur das kleine Stückchen gewesen. Ja. Ey, was die hier alles für Straßen mal eben neu machen, ne? Bei uns machen sie einfach nur ein bisschen Teer da in die Löcher rein, das war's da 30 Jahre lang, ne? Ja, wenn sie überhaupt da noch und was machen. Selbst wenn bei die uns. Straße dann komplett mit Flicken ist, wird nichts gemacht. Und hier? Ja. Machen sie mal eben so eine kleine Anliegerstraße, Anwohnerstraße komplett neu. Ja, da können sie bei uns mal eine Scheibe von abschneiden, mal ganz im Ernst. Ja. Benzhausen. So, jetzt fahren wir wieder hoch quasi. Okay, bin ich mit zufrieden. Nach Schmalkalden, wo wir eigentlich hin wollten. Ja, schade, dass wir jetzt so viele Autos vor uns haben. Ja. Nach Viernau, 6 Kilometer. Ah, wir müssen gleich links. Nee, ist eine Kurve. Ja. 1,5 Kilometer will er uns links schicken. Ja. Also so quasi umdrehen. 39 Kilometer offen. 1,5 Meter sagst du mir wieder wenden? Die spinnt doch. Ah, ja. Ah, reg dich nicht auf, Olli. Fahr mir einfach hinterher. Hab ich. Ride Alone hat alles im Griff. Ja? Ausnahmsweise. Bis auf seine GoPros. Ach, guck mal, so eine schöne Strecke, ey. Schade. Ja, echt. Schade, schade, schade. Ja, man merkt echt, wir haben in der Woche und zum Feierabend hin, ne? Ja. Feierabendverkehr. Vielleicht ist auch ein LKW vorne vor, das kann natürlich sein, ne? Ja, ja. Die hier so hoch. Jetzt müssen wir auch hier gleich rechts. Wunderbar, fahrt mal alle geradeaus. Bisschen Schotter hier, Achtung. Ja, ja. Ach, das sieht doch gut aus hier, Olli, oder? Ah. Ja? Klasse. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Lass mal ein bisschen langsam angehen. Da hinten fährt ein Auto. Ja, ja. Ich habe eine Kamera gehört. Ja, das war meine. Ah, Olli hat Kamera gestartet. Richtig. Richtig. Heute Abend gibt es lecker Jim Beam. Ja. Da sind wir schon in Bernbach. Ja, so ein paar Tropfen kommen hier runter von der Wolke, doch. Mensch. Mückenpipi. Ah, eine Fachwerkhauskirche. Auch schön. Das ist eine schöne Kirche. Und sowas auch mag ich. Hier wieder, die Uhr funktioniert. Minuten genau. Wahnsinn. Genau. Hier wird alles in Schuss gehalten und gepflegt. Die Kirche, die hat sogar 2 Etagen und Gardinen vor dem Fenster. Ich habe noch nie eine Kirche mit Gardinen vor dem Fenster gesehen. Ah, Autos weg. Wunderbar. So muss das. Ja, scheiße. Ah, kommst du da dran vorbei? Frei. Danke. Das lasse ich mir jetzt hier nicht entgehen, du. Bisschen rubbelig hier der Asphalt, ne? Was denn? Bisschen rubbelig hier der Asphalt, ja, ne? So fühlt sich das an, wenn die Räder nicht richtig ausgewuchtet sind. So, du Achibratas. Schöne Pferde, mit Fohlen dabei, auch was schön. Herges Hallenberg, herzlich willkommen. Oh, rot-weiße Leitplatten.
Jo. Immer ein gutes Zeichen. Komm, wir holen uns einen grünen Smiley. Jo. Springstühle. Jo, 40, bitteschön. Ja, 39, 38, okay. Ach, geht schon wieder weiter hier. Nach Mittelstille. Dann kommt noch Oberstille. Oder Unterstille. Oder Unterstille, genau. Ach, auch schön. Ja. Und hier auch funktioniert die Uhr. Das gibt's gar nicht. Oh, Restaurant Goldene Möwe. So, hier ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Aber ich habe noch 250. Was sagt dein? 289. 289. Ja, scheint deine jetzt mittlerweile ein bisschen weniger zu schlucken, ne? Ja. Schon möglich. Kommt aber eine ganze Ecke. Kommen die vom Trusetal oder wir wollen ins Trusetal. Oder vielleicht sind wir auch in der falschen Richtung unterwegs. So. Dann geht's weiter zum Trusetal. 20 Kilometer noch, meine Lieben. Nicht mehr lange. Ich schätze mal 20 Minuten noch. Dann bin ich mal gespannt. Wie dieser Wasserfall in Real rüberkommt. Hast du gesehen, Highway Patrol? Ja. Von Trusetal aus können wir dann, also vom Wasserfall aus können wir noch zum Hohen Inselsberg fahren. Ja, genau. Hohen Inselsberg. Biker willkommen, Jägerklause. Klause. Aha. Trusetal, 11 Kilometer. Geiles Häuschen wieder. Ah, ist aber eine Hoppelstrecke hier, wa? Was sag ich dir? Schwangerschaftsabbruchstrecke. Ja, Schwangerschaftsabbruchstrecke. Das stimmt. Oh, jetzt wäre es passiert gewesen. Spätestens jetzt wäre die Abtreibung vollzogen gewesen. Ach, schade, LKW voraus. Ach, Mann. Oder LKWchen. Nee, Kleintransporter. Ja, der wird immer kleiner, oder? Da hier ist ein Fiat Panda. Ah, herrlich. Buckelpiste Ende. Und ich glaube, das ist diese Einbahnstraße, oder? Meinst du? Ja, das ist eine Einbahnstraße. Ja? Da war doch gerade das Schild, hast du nicht gesehen? Nee. Ich meine, es wäre eine Einbahnstraße. Wenn uns jetzt einer hinkommt, ist es keine. Das ist geil. Aber dann müssten eigentlich diese Pfeiler stehen dann falsch, oder? Ja, pass auf hier, Dreck. Ja, ich hab schon gesehen. Oder?
mal gucken, wenn irgendwo eine Einmündung steht, dann kann man ja feststellen, ob das eine Einbahnstraße ist. So, jetzt kommt hier der nächste Wegpunkt gleich. Oh, schön hier, ne? Ja. Noch ein bisschen Dreck. Ja, oh, ein bisschen Dreck. Schießen wir weg. Also sag mal, wenn das keine Einbahnstraße wäre, dann würde er hier nicht so herkacheln. Ja, wer weiß. Aber hier liegen überall diese Steine in der Kurve. Boah, da geht's auch runter. Jo, schöne Strecke hier, sehr schön. Ja. Neuer Asphalt. Schön griffig. Ja. Was willst du mehr? Guck mal, der hätte aber ganz schön Zahn auf da, ne? Deswegen sage ich ja, wenn das keine Einbahnstraße wäre, dann würde er hier nicht so herkacheln. Und dann wäre das auch links weiter ausgefahren. Ja, da würde da nicht so viel von den Bäumen liegen, weißt du? Stimmt. Ich habe ich noch nie so gesehen, eine Einbahnstraße als Landstraße. Oder eine Landstraße als Einbahnstraße, besser gesagt. Habe ich auch noch nie so gesehen. Aber stimmt, hier müsste auch in einer anderen Richtung müssen Schilder stehen, ne? Eigentlich ja. Oh, der Baum hat es hinter sich. Der war richtig morsch. Oh, meinst du, der sah doch nur ganz gut aus. Vielleicht kann man den nochmal wiederbeleben. Ride Alone wurde vom 3,5-Tonner abgezogen. Ich glaube, die Straße geht jetzt direkt zum Trusetal, ne? Nein, ja. Ich bin hier noch nicht hergefahren, Chris. Nee? Sind von einer anderen Richtung. Wir sind vom Hohen Inselsberg ausgefahren zum Wasserfall. Nee. Und von der anderen Seite dann gekommen. Straße ist klasse. Ja. Ist richtig klasse. Ja. Spitzgehre. Schade, dass er nicht mal eben angehalten hat hier. Ja. Aber ich glaube, jetzt ist auch schon Ende. Jetzt fahren wir, glaube ich, auf eine Bundesstraße. Jo. Müssen wir da links? Links, ja, 400 Meter. Das ist schon geil, so eine Straße zu haben, ne, wo du weißt, es kommt dir keiner entgegen, ne? Ja, zumindest kannst du davon ausgehen, dass dir keiner entgegenkommen sollte. Ja. Kein Schild. Aber hier ist auch kein Schild, Einbahnstraße, oder doch? Links. Einbahnstraße. Hallenburg. Das sieht interessant aus hier, guck mal. Jo, komm, hier machen wir mal ein Foto. Olli winken. Alles klar? Yes. Herr Kommissar? Alright. Fahren wir mal schnell, bevor hier wieder ein Auto kommt. Und uns hier die letzten 11 Kilometer versaut. So, da steht es ja schon. Trusetal. Ach, jetzt habe ich ein Viech im Helm, ey. Ii. Ach, guck mal, den hätten wir mal fragen können, ob der eben unser Moped putzt. Jo, gute Idee. Das hätte der bestimmt gemacht, doch. Garantiert. Hätte ich. Hätte. Aber hätte ich gesagt, Schwamm und Bürste und dann vorsichtig die Engstellen da fertig machen. Ja, genau. Das soll ja dann auch vernünftig werden. Ne? Und dann bitte noch die Speichen polieren. Auf jeden Fall, das gehört dazu. Jeder einzelne. So, jetzt sind wir auch schon gleich da. Kommen wir gleich zum Wasserfall. Ja, du warst ja schon mal hier, ne? Jetzt fahren wir hier gleich aus dem Ort wieder hoch. Berg hoch. Oh, Fleischerei schnorchelt aber auch schon länger zu, wenn ich mir das Fenster so angucke. Oh. Seelos. Ach, schön. So Fohlen dabei. Sommerrodelbahn. Wasserfall, Zwergenbahn. Inselberg, genau. Da sind wir richtig. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. So, Bein abstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Können wir weiterfahren. So, jetzt nehmen wir das Ganze mal von der anderen Seite her auf. So. Oh, guck mal, hier, das ist doch hier wieder. Ja, ja. Da kannst du dein Moped da vorstellen.
und wieder Foto machen. Fahre ich zu langsam? Ich weiß gar nicht, was hier erlaubt ist. Ist doch okay, 50 sind hier erlaubt. Ja, sind wir immer noch im Ort hier, ne? Ja. Ja. Oh, da hinten kommt gleich der Wasserfall auf der linken Seite. 30 sogar. Ja. Fahre ich auch. Kann ich mir hier alles in der Wasserfall Ruhe angucken hier. Guckt euch da. Oh, geil. Ach, deswegen haben sie 30 gemacht, ne? Ja, ja. Damit man hier in Ruhe filmt. Aber die Eisdiele hat zu. Ich glaube, man Holzbach kriegt es eine verdammte Hacke. Ja, stimmt, du hast recht, der ist künstlich. Oder das ist ein Bach da oben. Ja, ja, das ist schon ein Bach, aber die haben den wohl künstlich hierher geleitet. Ja. Ja, dann fahren wir hier mal auf den Parkplatz oder so, ne? Ja, ja, fahren wir die nächste links rein und dann direkt links auf den Parkplatz. Für Motorradfahrer ist das umsonst. Ja, meine Lieben, dann endet jetzt hier dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Natürchen, zum Trusetaler Wasserfall. Wenn ihr noch ein paar Informationen darüber habt, gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, bleibt heiter, bleibt munter, gesund und vor allen Dingen oben, ne? In diesem Sinne, wir lassen euch jetzt noch ein bisschen mitlaufen, ist klar, aber wir verabschieden uns hier schon mal. Oh. An dieser Stelle. Ne, Olli? Hier rechts parken. Hier rechts, rechts an der Bäume. Kann man nicht hier, weiter runter? Hier ist doch umsonst für Motorräder. Ja, hier ist auch darunter darfst du nicht. Darunter darfst du nicht. Stellen wir uns jetzt hier mal schönartig hin. Was das überhaupt noch? Da. Ja, ihr Lieben, wir verabschieden uns jetzt hier am Trusetaler Wasserfall. Und ich sag mal bis später. Dann gleich noch zum Hoheninselsberg hochfahren. Und dann gucken wir mal. Ciao. Ciao.